Und damit begrüßen wir euch zu einer neuen Podcast-Aufnahme. Der Miti und ich, wir haben uns heute mal gedacht, wir tauschen uns über unsere Faszination zu Fußball aus. Und da ja jetzt demnächst auch die Fußball-Weltmeisterschaft im Haus steht, besser gesagt, jetzt heute ist Mittwoch, morgen beginnt die Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien. Aber darauf wollen wir jetzt nicht direkt eingehen, sondern wir wollen euch einfach unsere Faszination zum Sport namens Fußball teilen. Miti, wann war das erste Mal, dass du mit Fußball in Berührung kamst? Es war ungefähr 1997, 1998. Du bist ja ein bisschen älter als ich. Ja, da war ich schon ein Teenager. Ich war noch ein bisschen jünger. Und der Verein meines Herzens, der erste FC Kaiserslautern, ist Pokalsieger geworden. 1996. Und ist dabei aber abgestiegen. Das Besondere an den Jahren war, dass sie im Jahr darauf aufgestiegen sind. Im Europapokal der Pokalsieger, was man heute als Europa League kennt, haben sie mitgespielt in der zweiten Liga. Und sind dann aufgestiegen, 97, und sofort Meister geworden. Richtig, ja. Was es noch nie gab und ich hoffe auch nie mehr geben wird. Aber um die Leute jetzt nicht so total zu verwirren und weil wir euch jetzt, für die Leute, die sich jetzt nicht so sonderlich mit Ligen und Wettbewerben auseinandergesetzt haben in Sachen Fußball, also ich denke mal nicht, dass wir jetzt hier den Leuten großartig die Fußballregeln erzählen sollen. Es gibt im normalen Feld Fußball gibt es 2x10 Leute plus jeweils auf einer Seite ein Torwart, einen Fußball und somit haben wir 11 Spieler gegen 11 Spieler und das Runde muss ins Eckige. Ich glaube, das war's auch. Wichtiger wird's nicht. Ja, wichtiger wird's. Ja, außer dass du, also zumindest im Erwachsenenfußball auf einem Normalfeld musst du 2x45 Minuten mit jeweils 15 Minuten Pause spielen. Ich glaube, jeder weiß, wie Fußball geht. Neulinge, ich meine, es gibt ja auch Heranwachsende, die müssen ja erstmal... Hören die dich? Ja, es gibt bestimmt den einen oder anderen, der sich mal auf meinem Kanal verirrt. Den muss man ja hier mal ein paar Fakten, die eigentlich fast jeder kennt, muss man ja auch mal servieren. Ich glaube, dass jeder weiß, wie das Spiel funktioniert. Und wie bist du an Fußball herangetreten? Naja, das war ja so gewesen. Also ich konnte ehrlich gesagt als Kind nicht sonderlich viel mit anfangen mit diesem Fußball. Man hat zwar immer erlebt, wie die Erwachsenen das immer geschaut haben, aber persönlich war ich eher so einer, lass mich mit meinem Nintendo spielen. Und das ist auch ein gutes Stichwort. Es gab nämlich auf einer Nintendo-Konsole, die sich nannte Nintendo Entertainment System, das gute alte NES, da gab es ja dieses Nintendo World Cup drauf, was total unrealistische Fußballregeln hatte. Aber das hat Spaß gemacht damals. Und das hat mich dann auch so dazu bewegt, weil ich dann auch gesehen habe, weil wir hatten auf dem Spielplatz einen Bolzplatz gehabt, so richtig schön Asche-Bolzplatz, wo mit so einem richtigen Alu-Tor. Und da habe ich dann einfach mal gesagt, hey, lass mich mal mitspielen. Gesagt, getan. Ich hatte dann im Alter von 6, 7 Jahren oder so, ich habe mir dann erstmal schön die Knie aufgeschürft und danach hatte ich dann erstmal keine Lust, Fußball zu spielen. Aber da ich ja dann auch irgendwann eingeschult wurde und wir dann auch Sportunterricht hatten, habe ich dann auch versucht, so mich mit den anderen, dann eben halt bei den anderen Kindern mitzuhalten. Und ich muss sagen, es hat sich bis heute nichts dran geändert, dass ich ein miserabler Fußballer bin. Aber das macht überhaupt nichts, denn irgendwann im Teenageralter, nachdem ich dann mal ein paar Bekannte zu unserem lokalen Verein namens Fortuna Düsseldorf mitgenommen haben, im zunehmenden Teenageralter faszinierte mich dann auch immer mehr so dieser Vereinssport, dass es mehrere Vereine gibt, dass es da mehrere Wettbewerbe gibt. Und in Düsseldorf war man so mit, also bis Ende, also war Ende der 90er eher Misere. Da ging es von Jahr zu Jahr dann irgendwann runter. Und ich merkte, während andere, also während sich der Mainstream dann so von unserem Verein verabschiedete und wir dann irgendwann nur noch einen Zuschauerschnitt von 2.000, 3.000 Zuschauern hatten in der Regionalliga West-Südwest, dass ich dann auch so mich als Fan identifiziert habe.
Ich habe zwar als Heranwachsender dann auch so die eben halt das letzte Mal mitbekommen, dass die DFB-Mannschaft Europameister wurde. 1996 eben halt das legendäre Golden Goal von Oliver Bierhoff. Das habe ich dann so als Heranwachsender mit zwar mitbekommen, weil ich auch. Lustigerweise, viele meiner All-Time-Favorite-Spieler haben in diesem Finale gestanden. Sehr viele. Auf beiden Seiten. Ja, Was nur mal erwähnen. es waren ja dann auch zu der damaligen Zeit, also international waren ja die Spieler verteilt. Vor allen Dingen, sei es, ob es Italien war, ob es irgendwelche anderen europäischen Top-Ligen war. Irgendwo hast du dann wirklich einen von diesen Spielern, die im damaligen Europameisterschaftsfinale waren, hast du ja dann wirklich auch gesehen. Aber um jetzt nicht komplett von meinem ursprünglichen Satz abzuschweifen, durch den eben halt dadurch, dass eben halt Fortuna Düsseldorf in die niedrigen Fußballligen dann war und das auch schon irgendwo jetzt nicht so Mainstream war, dass du Fortuna Düsseldorf-Fan bist. Also ich meine, gut, das ist mittlerweile, sie spielen in der zweiten Liga aktuell, haben einen Zuschauerschnitt von, was weiß ich, 30, 40.000. Aber damals war das da eben halt nicht so. Und man fühlte sich dann eben halt so als Randgruppe. Und wenn du dann eben halt mit dem Fortuna Düsseldorf-Trikot durch die Gegend gerannt bist, das können sich heutzutage die Leute gar nicht mehr vorstellen, wurdest du dann echt auch an der Ampel gefragt, ach, spielt heute wieder Eishockey? Ja, und mittlerweile haben sich die Zeiten ja verändert. Aber das war so die Faszination. Das könnte aber auch echt dran liegen, dass ich hier eben halt in diesem Düsseldorfer Umfeld groß geworden bin, zu einer Zeit, in der es eben halt kein Profifußball in der Stadt war, in der Hauptstadt von Nordrhein-Westfalen. Und das hat mich so irgendwo an diesem Sport gefestigt. Ich habe zwar selber auch öfters mal versucht, eben halt meine Fußballskills zu erweitern, aber aufgrund meiner motorischen Störung bin ich ein miserabler Fußballkicker. Werden wir mal austesten. Ich meine, ich habe zwar eine gute Torhüterstatur, aber ja, es ist manchmal ein sehr unbefriedigender Job, im Tor zu stehen. Zitat Oliver Kahn, im Tor bist du immer das Arschloch. Ein gutes Zitat, weil das ist nämlich auch so eine Sache. Es gibt ja besonders im deutschen Fußball gab es ja aufgrund, weil man ja auch immer so irgendwie als Fußballfan die Bundesliga verfolgt hat oder irgendwie die internationalen Spiele mit Vereinsbeteiligung aus Deutschland. Und da gab es ja auch immer mal wieder so schöne Spielercharaktere. Und das ist so, aufgrund der Masse, die ja da auf dem Feld steht, es sind ja immer so eben halt 11 Individuen auf einer Seite, die gegen 11 andere Individuen auf dem Platz stehen. Und da geht es auch manchmal so ein bisschen sehr hitzig vor, weil Fußball ist ja, auch wenn es ein schöner Sport ist, es ist ja auch ein Leistungssport. Es geht ja manchmal nicht so wirklich darum, wer hat jetzt den schönsten Fußball gespielt, sondern einfach nur, wer hat die meisten Tore, wer hat die meisten Punkte erzielt. Siehst du das ähnlich? Aktuelle Saison, Bayern München spielt den langweiligsten Fußball, aber den besten. Ja, ich würde mich jetzt nicht persönlich, auch wenn ich jetzt keine Sympathie Ja, okay, große. der HSV hat noch langweiliger gespielt, aber Ja, das ist eine andere Geschichte. ich meine, ich habe jetzt, ich möchte jetzt, die Kerbe möchte ich jetzt schon gar nicht reinhauen, weil es ist ja manchmal aufgrund des Ligasystems so, dass auch manchmal Vereine, die den grottigsten Fußball spielen, nicht absteigen. Oder eben halt, ja, okay, das ist. Das hat jeder anders gesehen. Also ich bin jetzt kein großartiger Bayern-Sympathisant. Ich habe auch selten ein Spiel mal so am Rande verfolgt. Ich kann dazu auch nicht sonderlich viel sagen. Ja, Bayern ist sowieso immer, Einen wenn du mit. eigenen Podcast wert. Ja, das wäre echt ein eigener Podcast wert. Also so der FC Bayern München, ob man ihn jetzt mag oder nicht, er spielt eben halt immer so irgendwo in der oberen ersten Bundesliga mit und wird oft Meister und ist ja auch deutscher Rekordmeister. Gut, dann würde ich mal ansprechen, weil wir es ja allgemein halten wollen, drei Fragen zu Spielern. Wer ist der kompletteste Fußballer, den es je gab? Wer war dein Lieblingsspieler aller Zeiten? Und welchen Fußballer würdest du als dein Vorbild bezeichnen? In der Kindheit natürlich. Boah, das ist jetzt eine richtig harte Frage. Steven Gerrard und Michael Owen, das sind so, wenn ich, da muss ich direkt dran denken, wenn du so sagst, so Spielertypen, die mich so immer irgendwo fasziniert haben. Okay, bei mir ist es eindeutig Zizou.
alias Zinedine Zidane, der beste Fußballer, den es jemals gab. Der Ja, kompletteste auch. er hat ja wirklich auch, also zumindest wer so ab Ende der 90er Fußball verfolgt hat, ja, da gebe ich dir schon recht. Also das ist echt jemand, der auch was repräsentiert hat. Jetzt mal abgesehen von seinem unrühmlichen letzten Spiel, wo er ein bisschen ausgetickt ist. Ich denke mal, jeder, der so ein bisschen Fußball verfolgt hat, kennt, was er da abgezogen hat. Aber ansonsten, jahrzehntelang war er wirklich immer so irgendwo präsent gewesen und hat schönen Fußball, vor allen Dingen kämpferisch, weil die Europäer sind ja, also ich meine, wir als Deutsche in Anführungszeichen gehören ja auch dazu, aber es ist ja eher so, dass man in südländischen Ligen ja eher so das assoziiert mit Schönspielerei, also zumindest ist es bei mir der Fall, und nicht eher mit kämpferischem Fußball. Und bei Zinedine Zidane war es ja eben halt so eine Mischung aus beiden. Er war eben halt schon irgendwo filigran, aber zugleich hatte er auch dieses Kämpferische gehabt, was man so eher, was so meines Erachtens eher untypisch ist für südländische Spieler. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Exakt genauso, und das ist das, was momentan in der letzten Saison Cristiano Ronaldo eindrucksvoll bewiesen hat. Technik wie ein junger Gott, aber auch die Athletik und die Wucht, die, und das muss ich leider in dieser Saison sagen, Lionel Messi fehlt. Ja, das ist ja auch so ein Thema. Also es wird sich ja derzeit, also zumindest kam es mir die letzten 2-3 Jahre vor, wer ist denn jetzt der bessere Spieler, Ronaldo oder Messi? Und da sind ja die Fans weltweit so wirklich gespalten. Ist es jetzt tatsächlich der Portugiese oder ist es, Messi ist Argentinier, ne? Ja, ja, Messi ist Argentinier. Messi ist Argentinier. Ist es jetzt der Portugiese oder ist es der Argentinier? Ja, aber beide haben auch irgendwo eine andere Körperstatur. Ronaldo ist ja auch ein paar Köpfe größer. Ich glaube, das haben ungefähr 3 Spieler auf diesen Positionen. Also es sind für mich Ronaldo, Ibrahimovic und, wir Deutsche mögen ihn nicht, aber Balotelli, die stehen da vorne wie früher Eric Cantona und sind einfach eine Wand. Körperlich, robust, groß, im Kopfballduell schwer zu besiegen. Also, und das fehlt Messi eben komplett. Und ob man in so einem modernen athletischen Fußball irgendwann als, ja, kleiner Pilmf noch da durchdribbeln kann, das werden wir in 5 Jahren sehen, wer im Alter noch gut spielt, ob das Ronaldo oder ob das Messi sein wird. Wusstest du eigentlich, dass sich immer noch darüber gestritten wird, wo der Fußball denn genau entstanden ist? Für mich ist es England, weil sie das Vereinswesen aufgebaut haben, weil die ältesten Vereine aus England kommen. Und ja, also ich lasse mir da nichts mit aztekischen oder chinesischen oder was es da alles gibt, mit ihren Ballsportarten. Ich meine, das ist Ballspielen. Und ich meine, Ballspielen gab es schon immer, seit es Bälle gibt. Ja, korrekt, korrekt. Naja, es geht eigentlich nur den Aspekt, den ich jetzt hier in den Raum werfe. Es geht eigentlich darum, dass es ja wirklich Jahrhunderte gedauert hat, um einfach mal sowas zu konzipieren, wie du das eben halt als Leistungssport aufbauen kannst. Ich meine, eigentlich ist es eine simple Sportart. Du hast einfach nur einen Spielball und du musst dann eben halt schauen, dass du den zu einem gewissen Punkt bekommst. Das Problem dabei ist die Tatsache, dass sich der Einzelsport früher entwickelt hat als der Teamsport. Olympiade gibt es seit 2000 Jahren. Da ist es aber noch viel simpler. Also ein Ball mit Hilfe von 10 Mitspielern in ein Feld zu bringen, ist viel, viel komplizierter als wer rennt schneller, wer genau, wirft weiter genau. Oder wer ist stärker. Und es hat auch irgendwo so ein dieses Charaktermessen, dieses soziale Messen, das macht das Ganze für mich persönlich auch interessant. Du hast übrigens die letzte Frage noch nicht beantwortet. Dein Vorbild, welchen du als charakterliches Vorbild nennen wirst. Also ich versuche das immer so ein bisschen distanziert zu sehen. Also ich bewundere stets die sportliche Leistung von Fußballspielern und merke auch, wenn sie abseits des Platzes eben halt irgendwo eine gewisse Moral, also für eine gewisse Moral stehen und auch sich irgendwo sozial engagieren. Aber ich würde jetzt wirklich lügen, wenn ich da jetzt einen Spieler hervorheben würde, wo ich sage, das ist das Komplettpaket, wo ich sage, der ist menschlich, ist der top und sportlich ist der top. Es gibt natürlich auch immer mal wieder so Charaktere, sage ich jetzt schon, aber immer mal wieder Fußballspieler,
wo ich sage, die haben mich jetzt als Fußballspieler so überhaupt nicht gebockt, aber dann so abseits des Platzes haben sie mich schon irgendwo amüsiert. Bestes Beispiel ist zum Beispiel Mehmet Scholl. Er war auch ein guter Fußballspieler, aber ich war jetzt nicht so von ihm fasziniert, nie. Aber er hat so eine eigene Art irgendwo. Es ist eben halt schwierig zu umschreiben. So dieses leichte Flachsige, aber zugleich, weil er ja auch Fußballtrainer mittlerweile ist, versucht er eben halt auch erfolgreich zu sein. Und das in der Mischung, es ist alles so ein bisschen schwierig, weil gerade in den 90ern, wo ich so angefangen habe, Fußball zu schauen, gab es ja eine Vielzahl an Leute, bestes Beispiel war, weil du bist ja auch FCK-Fan, da pflegst du natürlich auch Sympathie, denke ich mal, für Mario Basler. Mario Basler ist der King, Das war auch so einer. Kondition wie ein Pferd mit drei Lungen, aber so abseits des Platzes hast du ihn... Der Typ hat in der Halbzeit eine Packung Marlboro geraucht. Ja, und das ist es ja. Der hatte eine richtige Pferdelunge. Und obwohl er eben halt jenseits des Platzes, du hast ihn rauchen sehen, du hast ihn trinken sehen und er war auf dem Platz, war er wirklich der Platzhirsch. Er hat richtig geile Freistöße geliefert. Eckbälle direkt ins Tor gelegt. Eckbälle direkt ins Tor. Das ist so einer der Spieler, den man definitiv aus Deutschland hervorheben sollte, wenn man so zurückdenkt an die 90er. Und ich hätte noch einen von Ende der 80er und ich weiß nicht, ob er in den 90er noch gespielt hat, aber der geht so ein bisschen unter, weil er auch, glaube ich, nichts Größeres gewonnen hat. Aber du verlinkst gleich ein Video dazu, nämlich der Herr Ewald Lienen. Ewald Lienen ist der beste Beweis für die Härte, die dieser Sport ausstrahlen kann, wenn man kurz an der Schulter berührt wird, nicht gleich dreimal über den Boden rollt und rumschreit. Denn Ewald Lienen wurde gefoult und er erlitt einen Muskelriss, einen sehr, sehr großen Muskelriss. Also man sieht es durch schwache 80er-Jahre-Kameras, man sieht den Knochen. Ja. Und was macht Ewald Lienen? Er rollt nicht und stirbt, er steht auf und rennt zur Trainerbank, um Otto Rehhagel, den Trainer der gegnerischen Mannschaft, zu beleidigen. Also wenn das nicht die Definition von Männlichkeit ist, und das gibt's als Video, das verlinkt der Huli bestimmt. Das verlinke ich, das ist auch das wird auch immer wieder rausgeholt. Ich meine, aufgrund der Tatsache, dass man ja Stollen hat, da kann sowas mal wirklich passieren. Die Möglichkeit ist zwar gering, weil die Stollen mittlerweile sind ja alle so ein bisschen abgerundet. Du sollst ja nicht im Gras stecken bleiben. Es ist einfach nur, damit du besser eben halt dich fortbewegen kannst auf rutschigem Rasen. Und das ist so eine Sache, da gab es eben halt, wie du schon sagtest, diese Verletzung und... Die Leute sind eben nicht einfach rumgelegen. Wie heute. Also du musst Ronaldos Ferse nur schief anschauen und er liegt. Ja, das ist auch so eine Sache, da könnte man sich jetzt stundenlang drüber unterhalten, ob der heutige Fußball weicher geworden ist als damals. Aber man muss auch fairerweise sagen, mittlerweile, es gibt ja ganz andere Schuhtechniken, sind ganz andere Schuhe als in den 90er Jahren, die man heutzutage bekommt. Und vor allen Dingen, die Bälle sind ja auch aus einem ganz anderen Material. Mittlerweile ist es ja, haben die ja mehrere Schichten, die Bälle, und nicht so, wie sie einfach nur was genäht haben und dann Leder drumrum. Es ist ja auch mittlerweile, das hat sich alles so entwickelt, und zum Beispiel in den 80ern hatte bestimmt nicht unbedingt jeder dran gedacht, irgendwie Kunstrasen im Stadion zu haben. Da war es ja teilweise wirklich noch so, dass da teilweise richtiger Rasen über Jahrzehnte gepflanzt wurde. Und teilweise, je nach Witterungsbedingungen, war es dann auch ein Kartoffelacker. Aber das kennt man ja heutzutage auch noch, also zumindest, wenn man sich für den Amateurfußball interessiert. Aber jetzt haben wir so viel über Spielercharaktere und Spieler generell geredet. Da gibt es ja eine Vielzahl. Jeder hat seine Lieblinge, jeder hat seinen Lieblingsverein. Und was mich aber jetzt interessieren würde, Mitty, wann war das erste Mal, dass du wirklich in einem Stadion warst, wo mehrere hundert oder gar mehrere tausend Leute dort waren? Genau weiß ich es jetzt nicht mehr. Also ich erinnere mich nicht an das genaue Spiel, leider. Aber das dürfte als Kind gewesen sein. Also ich komme aus Kaiserslautern. Bei uns gibt es nichts außer Fußball und Wald, sehr viel Wald. Und da wird man halt als Kind von allen möglichen Verwandten oder Freunden ins Stadion geschleift. Geschleift, ne? Dialekt und so. Geschleift.
Und ja, man hat da auch zum Beispiel keine Wahl. Also ich wohne jetzt zum Beispiel in Kassel und hier hat man keinen Profifußballverein und deswegen darf man sich als Kind praktisch aussuchen, welchem Verein man angehören will. Ja, bei mir war das ganz anders. Du bist FCK-Fan oder du wirst in der Schule gemobbt. Das klingt jetzt schlimmer, als es ist, denn ich finde es gut, dass man in eine Fankultur reinwächst und ja, bei mir waren es eben die Roten Teufel von Betzenberg und ich sitze hier gerade bei mir zu Hause und über mir hängt ein FCK-Handtuch an der Wand. Das kriegt man nicht los. Und du hast eine Mutter und einen Verein in deinem Leben. Und von allem anderen kannst du mehr haben. Du Das ist meine hast es Devise. quasi mit der Muttermilch aufgesogen. Ja, genau so. Ich bin jemand, ich sag, man muss nicht unbedingt ins Stadion gehen, um Fan zu sein. Aber im Stadion ist es einfach was komplett anderes. Ich muss leider immer wieder auf meinen Verein verweisen, aber es ist dieses Ritual, du gehst diese elenden Treppen hoch, das Stadion in Kaiserslautern liegt auf einem ziemlich hohen Berg, du gehst diese elenden Treppen hoch, bist oben schon total fertig und dann kommst du in dieses Stadion, nimmst dir ein Getränk in einem schönen, ich liebe diese Becher mit allen verschiedensten Motiven, die jeder Verein hat und dann setzt du dich hin und schaust, wie sich das Stadion allmählich füllt, wie die Fangesänge losgehen und ab da hat dann jedes Stadion sein eigenes Ritual. Bei uns singt man Ole Ole, der FCK ist wieder da, ein altertümlich anmutendes Volkslied noch aus den 60ern. Wie ist es denn in Düsseldorf? Naja, also in Düsseldorf ist es mit Sicherheit so mit dem Stadionaufgang nicht sonderlich anders. Ich meine, unsere Arena ist ja mittlerweile auch so ziemlich groß und modern. Aber ich kenne ja noch so den, wie ich schon am Anfang der Aufnahme erwähnt habe, den Amateurfußball. Und da ist es eben halt nicht so. Ich kann sagen, ich habe mit meinem Verein 4 Ligen durchgemacht, sogar in der Oberliga Nordrhein. Nur eine nette Anekdote. Da gab es zum Beispiel ein Ligaspiel gegen Borussia Frei-Aldenhofen. Und Den Verein kenne ich nicht mal. ja, das geht mit Sicherheit genauso. Also die Partie hieß Borussia Frei-Aldenhofen. Das Spiel war irgendwie an einem Donnerstagabend oder so. Ich bin mit einem Fanbus dann da runtergefahren. Und in diesem Ort, in dieser Ortschaft, falls jetzt jemand zuhören sollte, der in dieser Region wohnt, also so kam es mir vor, gab es 2 Ampeln und alle 10 Meter gab es einen Bauernhof. Und das war jetzt nicht so ein Stadion, das war, sondern so ein Sportplatz, wo sie dann eben halt so 3 Steine aufeinander gelegt hatten und dass man sich da setzen konnte. Die heimischen Fans, die hatten da, glaube ich, so 2, 3 Tribünen, wo jeweils in einer Reihe 10 Leute Platz nehmen konnten. Aber damals in der Oberliga, also falls jetzt irgendjemand aus Düsseldorfer Fankreisen zuhören sollte, der kann das ja mit Sicherheit bestätigen, war das so, in der Oberliga Nordrhein, es gab nur Heimspiele. Wenn du nämlich mit so einem Traditionsverein wie Fortuna Düsseldorf in den Amateurfußball absteigst, dann hast du nur Heimspiele, weil irgendwie jedes Mal 1000 bis 5000 Auswärtsfans mitgehen. Und das hat damals, so in der Saison 2002, 2003, nicht so unbedingt jeder Verein gehabt. Das gab es vielleicht im Osten der Republik, das mit den ganzen Traditionsvereinen und den ehemaligen DDR-Vereinen, aber so in NRW war das eher selten der Fall. Und da muss man auch fairerweise auch sagen, da gab es auch nicht so sonderlich viele Sicherheitskontrollen, wie man das heute aus den Fußball-Bundesliga-Stadien kennt, dass du richtig, richtig abgetastet wurdest. Ich erinnere mich nur an ein Verbandspokalspiel in Velbert. Da waren im Stadion 8000 Leute, hatte aber nur eine Zulassung für 6000 Leute. Irgendwann war der Sicherheitsdienst so überfordert, dass sie dann einfach die Leute durchgewunken haben, aus einer anderen Stadt Polizisten einberufen wurde und das Spiel irgendwie 1,5 Stunden später angepfiffen wurde. Sowas gibt es auch im Fußball und es geht da manchmal, wenn du eben halt Fußballfan bist, der auswärts fährt, ziemlich abenteuerlich zugeht. Um mal ein anderes Beispiel zu nennen, ich hatte mal ein Auswärtsspiel also mit Fortuna in Erfurt gehabt. Da hatte ich meine Boots mit Stahlkappe an. Es war im Herbst gewesen. Und der Sicherheitsdienst hat zu mir gesagt, bitte ziehen Sie die Schuhe aus. Und ich habe dann gesagt, ist das Ihr Ernst? Dann muss ich ja jetzt mit Socken ins Stadion gehen. Und da kam nur ein sehr kaltes Ja.
Und dann habe ich mal so ein Fußballspiel nur auf Socken verfolgt. Ja, das sind so Dinge, die man als Fußballfan mitmachen kann. Hast du denn auch mal schöne Auswärtsanekdoten, die du mal so dem ein oder anderen, der hier zuhört, mitteilen kannst? Nichts insofern Spannendes, aber zuletzt, also was heißt zuletzt, vor ungefähr 2 Monaten, ich wohne ja jetzt in Kassel und das letzte Spiel, da musste ich extra für heimfahren, das war gegen den 1. FC Köln. Aber schön ist, dass der KSV Hessen Kassel und die umliegenden Dörfer alle in der Regionalliga Süd spielen, Südwest, und da auch die zweite Mannschaft des 1. FC Kaiserslautern spielt. Und dann bin ich tatsächlich auf das Spiel KSV Hessen-Baunatal gegen 1. FC Kaiserslautern 2 gegangen und war dort mit ungefähr 3 anderen Fans. Das heißt, wir waren zu viert. Und die anderen sind auch noch aus Kaiserslautern angereist für die zweite Mannschaft. Und das war sehr lustig, dann zu viert in einem Auswärtsblock zu stehen. Habt ihr dann auch so ein bisschen Stimmung gemacht oder so? Wir haben es versucht, also Baunatal, die waren ein bisschen mehr. Ich verstehe. Ja, ich denke mal, das ist auch so ein guter Punkt, den du erwähnst. Es gibt ja auch manchmal wirklich so, dass ein Verein 2 oder 3 Mannschaften im Vereinssport vertreten hat. Und ich war nämlich auch mal bei der, gut, das sind ganz andere Verhältnisse. Ich war nämlich auch mal auswärts mit der zweiten Mannschaft von Fortuna Düsseldorf gewesen und es ist eben halt schwierig, eben halt so die Fankultur, weil wenn jetzt so ein Traditionsverein, sage ich jetzt mal, eine höhere Fankultur hat, wie das zum Beispiel bei Lautern und bei Düsseldorf eben halt derzeit so ist, ist es eben halt schwierig, so die Fans eben halt für eine zweite oder eine dritte Mannschaft zu begeistern. Es gibt da auch andere Beispiele von. Da gab es ja dann auch eben halt Bayern 2 gegen Fortuna Köln in der Relegation. Ich glaube, da ging es jetzt um den um den Startplatz in der dritten Liga. Also beides irgendwie. Fortuna Köln ist, glaube ich, in der ist das die Niederrheinliga? Die Oberliga oder Ost? Unter der dritten Liga kommt die Regionalliga West. Genau, die Regionalliga West. Und Bayern spielt in der Regionalliga Bayern. Regionalliga Bayern. Und genau, und die sind als Tabellenführer, haben sie die Saison beendet und mussten dann eben halt jetzt 2 Relegationsspiele machen. Und da gab es ja auch in Köln viele Bayern-Fans, die da runtergefahren sind. Und sowas finde ich dann zum Beispiel interessant. Ich meine, da kann man sich jetzt in Fankreisen drüber streiten. Dürfen überhaupt zweitmal, das ist ja auch eine Diskussion, die gibt es seit Jahren. Und weil die dritte Liga ja mittlerweile auch eine anerkannte Profiliga ist, ich meine, wenn man es genau nimmt, verdienst du auch schon in der fünften Liga, verdienst du deine Brötchen, wenn du Fußballspieler bist, dann zählst du eigentlich auch schon als Profi. Aber naja. Ja, es kommt aber natürlich auch von... Es gab letzte Saison auch bei St. Pauli noch Leute, die einen richtigen Beruf hatten. Ja, es ist aber auch, denke ich mal, von Verein zu Verein verschieden. Also nicht jeder Verein hat das gleiche Budget, aber wenn du zum Beispiel Amateurspieler beim FC Bayern München bist, ich glaube nicht, dass du da noch sonderlich viel arbeiten musst. Das stimmt wiederum. Und sowas finde ich dann, ja, aber wie schon gesagt, da gibt es ja auch eben halt dieser Ärgernis in der Fanszene, dürfen überhaupt noch Zweitmannschaften im Profifußball antreten. In England hat man das eingeführt, da gibt es eine eigene Liga für die Zweitmannschaften, was ich persönlich auch höchst interessant finde. Aber das ist eben halt in Deutschland so, jeder hat eben halt nicht die gleichen Mittel. Es ist eben halt auch so, es ist Fußball, da geht es ja natürlich auch um Geld, auch... Ja, es geht nicht immer um Geld, aber wenn du eine Profimannschaft betreibst, dann versuchst du natürlich mit deinen gegebenen Mitteln auch Sponsoren an Land zu ziehen und versuchst eben halt die Leute zu begeistern, dass sie ins Stadion kommen. Da hat, denke ich, jeder Verein eine ganz andere Philosophie. Und ich habe jetzt auch schon gerade ein bisschen den Faden verloren. Ich wollte jetzt eigentlich nur darauf hinaus, dass es so viele unterschiedliche Vereine im deutschen Fußball gibt und von der Kreisliga bis zur Bundesliga, also da kann sich jeder, denke ich mal, regional oder je nachdem, was ihm gerade anspricht, das raussuchen oder man verfolgt sogar den ausländischen Fußball, das gibt es ja auch,
mache ich derzeit eher weniger, also auch wenn ich letzte Saison sehr mit dem FC Liverpool gelitten habe, auch wenn sie meines Erachtens den schönsten Fußball in Europa gespielt haben, aber das ist meine subjektive Meinung. Da muss ja, man ich wollte gerade sagen, das hast aber auch nur du gedacht. Das ist aber auch nur, weil ich die Premier League verfolgt habe und nicht so sonderlich die UEFA League und die Champions League, weil da war jetzt kein Verein dabei, für den ich großartige Sympathie hatte. Und das macht eben halt auch so die Verschiedenartigkeit aus. Und da gibt es ja auch, je nach Land, je nach Region, hat der Verein und seine Fankultur eine andere Mentalität, die er an den Tag legt. Also ja, Fußball ist ein großer, bunter Salat. Ein Sammelsurium, ein Konglomerat der wunderbaren Dinge. Genau. Und zum Abschluss, wie wäre es denn nochmal mit einem kleinen Ausblick auf die WM? Dein Favorit und was hältst du von der DFB-Elf? Also ich kann es nicht verleugnen, ich hege natürlich große Sympathie für die DFB-Mannschaft, auch wenn ich kein sonderlich großer Freund vom DFB allgemein bin, aber es ist die multikulturellste Truppe. Ich weiß, das darüber kann man sich jetzt streiten. Ich würde es dieser Mannschaft gönnen, auch wenn ich ein gespaltenes Verhältnis zur Fanszene habe, aber darum, das war ja jetzt nicht deine Frage. Wenn es die DFB-Mannschaft nicht schafft, ist mein Tipp Frankreich oder Spanien. Wie kommst du auf Frankreich? Weil ich das irgendwie vermute, dass die es jetzt mal wieder schaffen, nach Spanien mal wieder so nah ranzukommen. Sie hatten ja jetzt in den letzten Jahren eine kleine Flaute gehabt, aber ich denke, die Franzosen, ja vielleicht auch noch, könnte man die Holländer als Vize-Weltmeister in den engeren Kreis mit hineinschieben. So. Du denkst nicht, dass in Südamerika eine südamerikanische Mannschaft gewinnt? Dass die Brasilier, also dass Brasilien ihren Heimvorteil nutzen kann. Ich finde zwar, Brasilien ist einer der besten Mannschaften, auch nach wie vor, aber ich glaube, sie werden, trotz der WM im eigenen Land, sie werden es nicht bis ins Finale schaffen. An wem scheitern sie? Entweder an Holland, also Niederlande, es wäre im Achtelfinale, Frankreich, Deutschland oder Spanien. Also das sind so die vier genannten, die ich in den engeren Kreis der Favoriten hineinwerfen würde. Sollte es einer dieser vier Mannschaften nicht schaffen, mein Herz schlägt so ein bisschen für britische Mannschaften, auch wenn ich einen deutschen Pass habe. Cool. Wenn du noch abschließende Worte hast, Micky, darfst du die jetzt gerne noch tätigen, sonst Ach würden so. Wir jetzt hier an ja, dieser Stelle die Aufnahme beenden. Dann sage ich noch schnell meine Aussicht. Also ein ganz heißer Kandidat unter den Geheimfavoriten ist ja Belgien. Die setze ich zum Beispiel gar nicht. Denn ich denke, das machen die Südamerikaner unter sich aus. Brasilien gegen Argentinien im Finale. Deutschland schafft es in die K.O.-Phase, aber im Halbfinale ist Schluss. Wie Deutschland haben das Glück, dass die potenziellen Gegner im Achtelfinale Belgien oder Südkorea sind jetzt nicht die sonderlich stärksten Konkurrenten. Spannender wird es dann eher in den ersten Gruppen, denn da haben wir alleine in den ersten zwei Spanien, Niederlande und Brasilien. Das wird spannend. Dann würde ich an dieser Stelle mal sagen, Micky, schön, dass du heute mal wieder Zeit hattest, mit mir einen Podcast aufzunehmen. Wir werden uns mit Sicherheit in kommender Zeit noch zu dem ein oder anderen Thema zusammenfinden und allen anderen da draußen vielen Dank fürs Zuhören und ich sage einfach bis zur nächsten Aufnahme. Yeah!